Ich lese aus meinem Kolumnenbuch Mann, Papa, den Tag 26, das Christkindl-Indiz. Dieses Weihnachten wird anders, denn jetzt ist es tatsächlich passiert. Das, was wir Eltern gemeinsam mit unserer großen Tochter versucht haben, für ihre kleine Schwester, solange es ging, aufrechtzuerhalten, ist nun aufgeflogen. Der ganze Schwindel kam ans Tageslicht, als vor 3 Wochen in der 2. Grundschulklasse unserer Kleinen wilde Gerüchte kursierten, dass es den Nikolaus, den Weihnachtsmann und das Christkind in Wirklichkeit gar nicht gäbe. Insiderberichten zufolge muss unsere Tochter vor der Klasse noch voller Überzeugung versucht haben, die reale Existenz der Heiligen vehement zu verteidigen. Jedoch müssen die Reaktionen auf ihre tapfere Standhaftigkeit recht heftig gewesen sein, denn am Abend hatte sie das dringliche Bedürfnis, mit ihrer Mutter in aller Ausführlichkeit darüber zu reden. Mama, Jannik und Julian behaupten steif und fest, es gäbe kein Christkind und dass die Eltern die Weihnachtsgeschenke alle bei Amazon kaufen. Das stimmt doch nicht, Mama, oder? Mama, das stimmt doch nicht. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Mama. Jetzt wirklich mal ganz ehrlich. Meine Frau konnte den Wahrheit einfordernden Blick unserer Tochter nicht ignorieren und spürte, dass es nun wohl auch für unser zweites Kind gekommen war, der Moment der Wahrheit. Schon irgendwie merkwürdig, oder? Da versucht man als Eltern, seine Kinder, soweit es geht, nicht anzulügen, aber ausgerechnet beim hochheiligsten Thema schlechthin, den Geburtstag des Sohnes Gottes, haben wir unsere beiden Töchter jeweils etwa 7 Jahre lang nach Strich und Faden belogen. So von wegen, das Christkind huscht ins verschlossene Wohnzimmer, legt die Geschenke unter den Baum, klingelt noch schnell, bevor es auf wundersame Art und Weise verschwindet. Zuvor wurden Wunschzettel geschrieben und mit etwas Süßen über Nacht auf den Balkon gelegt, um damit die Helfer des Christkinds anzulocken. Als Beweis, dass die Wichtel des Christkindes auch wirklich da waren, lag am Morgen dann stets nur noch ein ausgepacktes Süßigkeitenpapier auf dem Balkon. Und das alles soll plötzlich nur Lug und Trug gewesen sein? Jannik und Julia haben recht, meine Süße, flüsterte meine Frau, und für unsere Tochter brach sogleich eine Welt zusammen. Fast 15 Minuten dauerte ihr klagendes Weinen, Rotz und Wasser flossen in Hülle und Fülle. Zum einen, weil sie ihren kindlichen Weihnachtstraum begraben musste, zum anderen aufgrund der Erkenntnis, dass nicht das zauberhafte Christkind, sondern die schnöden Eltern bestimmten, welche der vielen bunten Begehrlichkeiten ihres Wunschzettels in Erfüllung gehen würden. Um am allerwichtigsten natürlich wegen der Frage, wie blöd sie nun in der Klasse vor den neumarklugen Jannik und Julian dastehen würde. Aber Mama, wer bitte hat dann immer die Süßigkeiten auf den Wunschzetteln gegessen? Klammerte sie sich schluchzend an das letzte ihr verbliebene Christkindl-Indiz. Der Papa, antwortete meine Frau wahrheitsgemäß. Behutsam haben wir in den folgenden Tagen versucht, unsere Tochter aufzufangen, ihr klarzumachen, dass Jesus selbst doch das Geschenk sei und es ohne ihn gar kein Weihnachten, also auch gar keine Geschenke gäbe. Es war wirklich rührend zu beobachten, wie sie nun begann, sich nach und nach ihre eingestürzte Weihnachtswelt leicht modifiziert wieder aufzubauen. Mehr noch, wie sie versuchte, das Ganze positiv zu sehen. So schlussfolgerte sie zum Beispiel, dass, wenn das Christkind nicht das alleinige Weihnachtsgeschenke-Monopol besaß, es ihr auch selbst möglich war, anderen Weihnachtsgeschenke zu machen. Seitdem produziert sie wie eine Besessene kleine Basteleien für den Heiligen Abend und freut sich nun nicht mehr nur aufs Beschenktwerden, sondern auch auf das Verschenken. Die erstaunlichste Veränderung ist aber gewesen, dass sie ihren Wunschzettel noch einmal überarbeitet hat. Auf Nachfrage erläuterte sie 2 durchgestrichene Großwünsche mit den Worten: Mama, Papa, also wenn ihr das selbst bezahlen müsst, dann ist das viel zu teuer. Süß, oder? Nun, da Weihnachten unmittelbar vor der Tür steht, hat sie übrigens beschlossen, allen Unkenrufen zum Trotz weiter ein ganz klein wenig an das Christkind zu glauben. Ich wünsche ihr, dass sie sich dies bis ins Erwachsenenalter bewahrt. Kein leichtes Unterfangen in einer konsumorientierten und dadurch immer sachlicher anmutenden Weihnachtszeit. Bevor meine heutige Kolumne aber nun zu einem Wort zum Sonntag mutiert, wünsche ich Ihnen allen da draußen ein frohes und noch nicht gänzlich entzaubertes, im besten Sinne also kindliches Weihnachtsfest. Was Christmas Eve, babe?
the drunk tank. No man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old Mountain Dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. Queen of New York City. When the band finished playing, they howled out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on a corner and danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. Junk laying there almost dead on a drip in that bed. You scumbag, you maggot, you're too blousy faggot. Happy Christmas, you're awesome, pray God it's our last. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. Could have been someone. So could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it alone. I've built my dreams around you. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day.